Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Was wir dieses Mal machen werden, also letztes Mal habe ich euch ja gezeigt, wie das Ganze hier in XML aussieht, sowohl als Text als auch als Design. Oh, da ist es sogar noch drin, jetzt nicht mehr. Wir hatten hier letztes Mal noch so eine kleine Textbox, beziehungsweise eigentlich eine große Textbox, Large Text hieß das Ganze, und haben das Ganze hier so ein bisschen in XML designt, und hier in Android, beziehungsweise in Java, haben wir tatsächlich hier nur Set Content View gemacht, und das war es dann auch schon. Was wir dieses Mal machen werden, wir werden das ganze Layout in Java coden. Und das ermöglicht uns dann einige coole Sachen, die wir auch mit dem XML-Layout natürlich hinkriegen würden. Aber mit Java ist es irgendwie cooler. Deswegen zeige ich euch einfach mal, wie das Ganze funktioniert, damit ihr auch so ein Gefühl kriegt, wie diese ganzen Views und so weiter funktionieren. Also zunächst einmal alle von diesen Dingern hier an der Seite, die ihr reinziehen könnt, auch diese deprecated-Dingern, diese Digital Clock, blö. Und ja, alles erbt von einer bestimmten Klasse, und das ist View. So, und das bedeutet, wenn wir über View reden, haben wir irgendwas hier, was man angucken kann. So, auch diese Layouts erben von View. Und ja, okay. Also müssen wir hier diese Content View setzen, und aktuell ist dieses eben das R Layout Activity Main. Das ist unsere XML-Datei. Die werden wir jetzt löschen. Also nicht die XML-Datei, sondern nur diese Zeile Code. So, und jetzt müssen wir hier ein bisschen was importieren, damit wir Spaß damit haben können. Und das könnte zum Beispiel Android dort. Und dann sind wir wieder bei Widgets. Ja, Widgets sind so Sachen, die man eben hinzufügt. Also eben genau diese Dinger, die wir hier an der Seite sehen, das sind alles auch Widgets. So, und die hängen natürlich dann im Paket Widget rum. Und da können wir dann zunächst einmal, also wir hatten hier das Relative Layout hier stehen, das heißt hier Rel Layout, aber hinten dran steht Relative Layout, und dann hatten wir hier eine Text View. So, und deswegen werden wir jetzt einfach mal hier importieren, also Widget und Relative Layout. Übrigens, mit Steuerung Leertaste kommt ihr wieder auf dieses Hilf mir Fenster. Also wenn ihr da mal rausgegangen seid und jetzt wisst ihr nicht mehr, oh Scheiße, nach was habe ich denn überhaupt gesucht, dann klickt ihr einfach Steuerung Leertaste, und dann zeigt es euch an, wie in Eclipse auch. So, und dann können wir jetzt hier eben dieses Relative Layout einfügen. Semikolon nicht vergessen, sonst meckert er. Und dann können wir noch diese Android, ja genau, Widget und Text View. So, und das war's auch schon. Mehr brauchen wir gerade aktuell nicht. So, und jetzt sollte man das Ganze natürlich in der onCreate-Methode setzen, denn ihr wisst vielleicht noch aus dem Lifecycle von der App, dass die onCreate-Methode immer aufgerufen wird, wenn die App gestartet wird das erste Mal, aber nicht, wenn sie pausiert wird und danach wieder weiterlaufen gelassen wird. Oder auch wenn sie gestoppt wird und weitergelaufen lassen wird, dann wird die onCreate-Methode nicht aufgerufen. Wäre ja schwachsinnig, jedes Mal das ganze Layout neu zu zeichnen. Deswegen macht man eben solche Layout-Geschichten. Es sei denn, es verändert sich, dann ist es natürlich woanders. Aber wenn sich es nicht verändert, dann einfach mal in der onCreate-Methode anfangen mit Coden. Da ist man am besten damit aufgehoben. So, jetzt werden wir hier einfach mal ein neues Layout erstellen. Das Relative Layout hatten wir schon die ganze Zeit hier. Also nehmen wir doch einfach mal das. Das haben wir sogar schon importiert. Und ja, da schreibt man dann wie in Java auch. Und das ist sehr cool. Dankeschön. Das mag ich wirklich sehr an diesem Android Studio, beziehungsweise an der Umgebung. Ja. Ihr könnt euer Layout nennen, wie ihr wollt. Ich würde meins einfach mal Rel nennen. So, und dann sagen wir hier einfach mal New Relative Layout. Steuerung Leerzeile hilft euch, oder Leerzeichen oder Space oder wie ihr es auch immer nennt, hilft euch hier auch aus. Einfach hier Steuerung Leerzeichen drücken, und dann habt ihr das Ganze schon. So, das Problem ist jetzt folgendes: Das Ganze hier nimmt einen anderen Constructor, und das will noch etwas mehr haben, und zwar eine Activity. Denn ihr müsst das Ganze auf eine Activity setzen, damit die Activity weiß und das Relative Layout weiß, was es denn jetzt zu tun hat. Also die wissen sozusagen gegenseitig voneinander. Ihr kreiert das Relative Layout in der Activity, aber das Relative Layout braucht die Activity, damit es weiß, um was es geht. Ein bisschen doppelt gemoppelt, aber es muss so sein. So. Und mit diesem Relative Layout könnt ihr jetzt zum Beispiel ein paar Sachen machen, wie zum Beispiel eine Text View dazu packen. So, dazu brauchen wir aber erstmal eine Text View, und die nenne ich einfach mal TXT. Ihr könnt sie nennen, wie ihr wollt.
So, und dann mache ich hier eben auch eine New Text View und ja, diese ganzen Views brauchen alle den, die Activity, damit sie irgendwas mit sich anfangen können. So, und jetzt können wir diesen Relative Layout auf die Methode aufrufen, dass es die View dazu packen soll, also die Text View. So, und da sagen wir dann einfach mal Add View und ja, dann werden wir wohl unsere Textview eingeben müssen, damit das Ganze funktioniert. So, und wenn wir das jetzt ausführen würden, dann hätten wir das Layout noch nicht gesetzt, denn ihr erinnert euch vielleicht noch, am Anfang hatten wir hier so eine SetContentView-Methode und genau das werden wir jetzt eben auch machen. Wenn wir hier nochmal zurückgehen, SetContentView hat mehrere Möglichkeiten, wie es aufgerufen werden kann. Entweder die LayoutResourceID, das ist das, was wir mit der XML-Datei gemacht haben. Da greifen wir quasi auf die Ressourcen zu, die hier an der Seite wieder mal irgendwo in der XML-Datei zwischengespeichert sind und nehmen dann eben diese ID und das weiß dann automatisch, okay, hier haben wir eine XML oder wir können tatsächlich direkt eine View dazu packen. Und diese View, wie ich schon gesagt habe, das Relative Layout, erbt auch von der View, wird eben das sein. So, wenn wir das jetzt starten, dann sieht das Ganze etwas lame aus, denn in der TextView steht absolut noch nichts drin. Nicht mal unser Hello World. Ja, das muss man natürlich auch alles dazu schreiben. So, und deswegen schreiben wir hier jetzt einfach mal. Also es ist ähnlich wie Swing, sehr ähnlich sogar. Und mit dieser TextView kann man jetzt ein paar Sachen anstellen. Man kann hier einfach Text hinzufügen, also dranhängen sozusagen. Man kann aber auch den Text setzen, das heißt ersetzen auch. Ja, das FindViewById, da komme ich irgendwann anders noch drauf. Hier gibt es noch ein paar andere Methoden zum eben Appenden und so weiter und so fort. Ich werde jetzt einfach mal hier diese SetText-Methode aufrufen. So, und hier kann man dann zum Beispiel schreiben, was man gerne hätte. Und hier unten sehen wir jetzt tatsächlich auch, wir haben die Möglichkeiten, einen Text einzugeben oder aber auch eine Resource-ID, wenn es jetzt da bleiben würde. So, das heißt, wir können uns hier jetzt quasi aussuchen, wir setzen unsere TextView tatsächlich, Moment, lass mich das so machen. So, wir sagen hier einfach mal TextView.setView, die habe ich nämlich gerade wieder rausgelöscht, weil ich das irgendwie verkackt hatte. Wir setzen hier diesen Text und wir sagen, wir wollen einfach nur Hello World drin stehen haben. So, dann führen wir das Ganze aus und dann steht da ein furchtbar langweiliges Layout, was ihr gleich sehen werdet, was aber diesem hier sehr ähnlich ist. Ich muss den Emulator einfach nur wieder aufrufen. Ich habe ihn schon gestartet. Das dauert ja immer eine Weile, wie ihr wisst. So, und wenn wir jetzt hier kurz warten, dann steht hier Hello World. Und zwar ganz links oben, also noch links obener als da. Ja, ist halt so, wenn wir noch keinen Rand oder sowas eingesetzt haben. So, wenn wir jetzt hier aber das wieder uns angucken und ihr erinnert euch an das letzte Video, dann hatten wir es ja davon, wir wollen nicht alle Strings irgendwie hardcoden, also so wie wir es hier gemacht haben, denn falls wir mal die Sprache ändern wollen von unserer App, dann müssten wir hier tatsächlich einfach nur alles hier übersetzen, also das sind die Ressourcen, die String-Ressourcen, und wenn wir das jetzt so machen, dann müssen wir hier unseren ganzen Code durchforsten nach irgendwelchen Strings, die der User bekommt und die wir so ändern müssten. So, und deswegen wollen wir das Ganze als ID machen und das bietet Android natürlich an, habe ich euch ja gerade eben schon gesagt, und zwar mit Hilfe von R. Nicht ID. ID kriegt ihr übrigens die ganzen Sachen, die ihr über plus ID gespeichert habt, also in der XML-Datei kann man das schön sehen. Hier sind ja alle Sachen über plus ID gespeichert. Die kriegt ihr, wenn ihr R.ID eingebt, hier einfach R.String eingeben und dann seid ihr hier quasi im Ressource-Folder und habt die Klasse Strings aufgerufen und dann da einfach gucken, was wir hier haben. Ich habe es schon mal ausgewählt gehabt. App-Name wäre dann, also ich mache gerade nochmal die Strings auf. App-Name wäre dann hier eben Getting Started, Hello World wäre Hello World und Action Settings ist dann Settings. So, und das heißt, wir wollen hier einfach Hello World haben. So, und das wird dann so lila angezeigt und das ist eigentlich ziemlich cool. Da weiß man gleich, okay, hier habe ich auf eine Ressource zugegriffen und gut ist. So, und der Effekt ist natürlich genau derselbe, nur dass wir jetzt eben ja, hier auf die Ressource zugegriffen haben. Gut, alles klar. Und wenn ich das jetzt ausgeführt habe, dann war es das auch schon fast wieder. Nur noch kurz zum Beweisen, dass es auch funktioniert hat. Ja, alles klar. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir hören uns einfach beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.